Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 zurück in die Master League. Ich ärgere mich immer noch über die verlorene Partie beim letzten Mal. Aber gut, abhaken, nächstes Spiel. So, wir gucken mal, was hier so geht. Mir schon mal nicht geantwortet. Wir müssen auf jeden Fall scouten, ob es einen Early Pool gibt. So. Wollen wir Nexus First spielen? Nee. Wir spielen Gateway First. Machen keinen Chrono-Boost. Oh. Das habe ich gesehen. Das ist also eine Proxy Hedge. Die Frage ist, ob wir da quasi unseren Nexus nehmen wollen. Und jetzt eine normale Hedge trotzdem. Oder wie, oder was? Auch ein Fake sein, ne? Ja, ne. Genau. Ich sehe das nicht von da, oder wie? Eigentlich kannst du mal da bleiben. Wir müssten übrigens dringend jetzt mal einen Cybercore bauen. Wir müssen leider davor bauen. Kannst halt auch einfach canceln, ne? Das ist das Doofe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Niemand wird. Ich habe kein Gas gesammelt. Das ist schlecht. Komisches Spiel schon wieder. Ganz komisches Spiel. Komm mal raus hier. Viele Linge hat er hier. Ah.
Wir sollten noch dringend einmal in Erfahrung bringen, ob er hier Nidus Worm spielt. Worm! Oh, wir haben jetzt ein bisschen viele. Da war auf jeden Fall ein Overlord. Das Ganze leider können wir ihm auch eigentlich nicht dran hindern, so wirklich. Okay. Hat er da nochmal eine neue Hedge gebaut? Leider mein Double Dings gescoutet. Da kommt noch mal einige Linge. Dimensionalstränge abgestimmt. Jetzt erst den Leertrack. Gerade aber ganz gutes Mining. Der Weg ist klar. So. Und noch viele Dings hier. Die Erstgeborenen. Nee, nicht so weit nach vorne, der Mitte. Unsere Schicksale sind vereint. Ich verstehe. Wie bedeuten? Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Jetzt echt hier eingebaut. Gut, das Upgrade ist durch. So, wir sollten jetzt einen Ground Switch zumindest vorbereiten gegen Hydras. Ja. Bündelt das Licht Ayurs. Andakur Herak. Soknaku Peradak Kural. Ik Kudach. Benötigen Unterstützung. Ich bin hier in den Schatten. Mineralienfeld erfüllt. Ihr habt mich geliebt. Teleportation erfolgreich. Ihr benötigt mehr Messingas. Wo bleiben meine Phoenixes? Teleportation erfolgreich.
das Licht. Teleportation. 33 Worker habe ich hier. What the fuck? Teleportation erfolgreich. Jetzt habe ich 33 Worker hier. Keine Worker mehr. Ihr benötigt mehr des Fingers. Sira weg. Wo verbirgt sich der Feind? Überhaupt nichts, was wir beladen können, ne? Also auf revealen können. Wir beladen sowieso nicht. Die Fortschritte ich gar nicht unbedingt gebraucht. Zu bauen, hatte ich glaube ich schon mal gesagt. Ihr benötigt mehr des Fingers. Hätte ja eingetroffen. Sie brechen durch. Es wird angegriffen. Ist durchgeführt. Wer kann das verloren? Kaum welche. Warum seid ihr alle nicht mit auf dem Hotkeys? Ihr benötigt mehr des Fingers. Wo sind denn die Carrier? Ah, ärgerlich, ärgerlich. Ich glaube, das große Problem war, dass ich so lange mit 33 Workern an einer Base gearbeitet habe. Ich habe viel zu wenig Income gehabt. Vielleicht hätte ich doch einen Groundswitch spielen sollen. Aber diese Muta-Sache hat mich völlig irritiert. Wie kann man denn, wenn man weiß, dass der Gegner Double Stargate spielt, auf Mutas gehen? What the fuck? Das hat mich sehr verwirrt. Aber es hat funktioniert. Von daher muss man sagen, Erfolg gibt ihm recht. Aber das ging ja schon ganz weird da los mit dem. Ich hätte vielleicht einfach nicht Double Stargate spielen, sondern einfach einen 8-Gater hinterher. Auf Two-Base. Ich glaube, das wäre das Sinnvollste gewesen. Naja, naja.